Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Einbrecher-Simulator. Wir werden wieder durchstarten und werden die Nachbarschaft ausrauben. Ja, es schöpft übrigens immer noch keiner Verdacht, was mich ein bisschen wundert. Aber ich würde sagen, das nutzen wir direkt und werden mal wieder ein paar Aufträge hier annehmen. Wir machen einfach mal beide. Vielleicht kriegen wir auch beide direkt hin. Dann sollten wir mit der Toilette anfangen und sollten dann zu 112 fahren. Wäre ja ganz witzig, wenn wir das beides in einer Nacht schaffen würden. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Auto und dann Attacke, würde ich mal sagen. Zerstören wir eine Toilette und klauen ein Gemälde. Wir haben ja schon gesehen, wenn wir die Wahl haben, was zu zerstören oder mitzunehmen, dann nehmen wir es lieber mit, weil dann können wir es noch zu Geld machen. Und ihr habt mir auch fleißig in die Kommentare geschrieben, dass ich das auf jeden Fall immer über diese Online-Plattform hier, über diese Diebes, was war das irgendwie... Sowas wie eBay nur für Diebe sozusagen verkaufen soll. Denn dadurch kriege ich immer ein bisschen mehr Geld. So, was hatten wir hier? Die 105. Da fahren wir mal hin. Die ist direkt hier vorne. Ah, vorher werden wir aber... Wir parken unsere Karre mal hier. Oder ist das... Ah, ist eigentlich egal. Ob da hinten auf dem Parkplatz oder hier. Machen wir es einmal hier. Schlafen einmal kurz, bis es wieder Nacht ist und dann wird zugeschlagen. Ja? Dann geht die Falle aber ganz, ganz schnell zu. Ja? Ich meine, die werden wieder da sein, aber die werden hoffentlich schlafen. Ja? Ich sagen. Erstmal sich ankündigen durch einen lauten Knall und dann sprinten wir mal dahin und werden mal wieder die Tür aufbrechen. Wir sind's wieder, wir kennen uns schon. Ich war hier mal, glaube ich, fälschlicherweise in einer der letzten Folgen, ne? Habe ich mich irgendwie verklaut, sozusagen. So, was ist das jetzt hier? Das ist die 105. Hier kommt auch gerade niemand, da würde ich sagen. Tür auf und los geht das. Machen wir da zu, ne? Wir sind ja ein ordentlicher Dieb. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen. Das ist immer ein bisschen verdächtig. So, jetzt werde ich mal langsam öffnen. Dann mal wieder langsam schließen. Mal gucken, vielleicht bekommen wir noch ein bisschen... Vielleicht können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Aus der Wohnung. Ich mache mal jetzt nicht die Taschenlampe an. So, die erste Aktion ist erstmal die Toilette. Was ist das eigentlich für ein Auftrag, die Toilette zu zerstören? Ja, ich komme nur, um ihre Toilette zu zerstören. Machen sich nichts raus, ne? Ist hier gleich kaputt, aber sonst ist nichts weiter. Das war's jetzt schon wieder. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier noch irgendwas... Wenn schon, denn schon, würde ich mal sagen. Ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Hier ist leider nichts. Ich bin mal gespannt auf die Autoschlüssel. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann gestaltet, wenn wir ein Auto klauen. Das wird sicherlich witzig. Ist hier eigentlich noch irgendjemand? Nee, okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mit die grüne Vase. Ach, der Router auch. Ab dafür, weg damit. Ist nichts drin. Ach, da müssen wir noch das Schlösserknacken lernen. Och, das ist ja jetzt sehr enttäuschend. Hier ist wieder nichts dabei. Aber ihr habt mir geschrieben, ich übersehe so viel. Das kann gut sein. Ah, als hätte man es dem Dieb schon mal hingelegt, dass er nicht so lange suchen muss. Dafür habe ich vielen Dank. Aber da ist nichts drin. Mal hier nochmal. Was ist das denn? Ach, Besteck. Das können wir leider nicht mitnehmen. Ist das eine Vase? Ah, ein Kerzenständer. Oh. Ah! Shit. Oh, 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 oh. Jetzt müsste ich aber ganz, ganz schnell los, glaube ich. Oh, 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 oh. Gott. Das ist wieder das gleiche Spektakel wie vor ein paar Folgen. Nee, 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 nee. Da wirst du bekloppt bei sowas. Naja. Den Auftrag haben wir jetzt zumindest schon mal erledigt. Da kam der Mann, das ist uns schon mal passiert, da hätte ich jetzt nur mal nachdenken müssen, denn der kam schon mal so spät nachts nach Hause. Das war nämlich, als wir uns vergangen hatten sozusagen, als wir uns verklaut hatten. der Klassiker, wer kennt es nicht? Ja, da machen wir es mal schnell zu Geld, mal gucken, was wir alles verkaufen können hier in dem, im Black Bay im sogenannten. haben wir irgendwas dabei, was, irgendwelche Vasen oder sowas, nicht? Hier, doch.
Aber wieso können wir den nicht verkaufen? Ich glaube, die wollen das hier gar nicht, ne? Dann müssen wir zum Händler gehen und das dort zu Geld machen. Und dann machen wir gleich nochmal schnell den anderen Auftrag und mit etwas Glück haben wir dann bald den neuen Skillpunkt und können uns dann des neuen Levels annehmen, denn darauf spielen wir im Moment hin. Wir wollen ja Schlösser knacken Level 4 machen. Das gibt's hier. Genau. Aber dazu fehlt uns noch ein Skillpunkt und den müssen wir irgendwie bekommen. Welcome back. Mahlzeit Dimitri. Ich habe wieder ein paar schöne Sachen im Gepäck. Danke fürs Cash. Komm dann bei Zeiten wieder, ne? So, das Gemälde zu klauen, das wird ein bisschen tricky, weil wir nämlich bei diesem Haus sind, wo immer jemand zu Hause ist und auch nie irgendwie jemand schläft. Also es wird ein bisschen lustig, aber wir haben es ja schon mal geschafft, deswegen werden wir es auch dieses Mal schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hin zu, was war's? Zu 112, genau. Dann gucken wir doch mal vorbei. Oh, da ist auch dankenswerterweise direkt ein Parkplatz in der Nähe. Da fallen wir da nicht auf. Und dann schauen wir mal, was es da so zu holen gibt. Also der Parkplatz, da müssen wir halt doch eine relativ lange Strecke mit dem Gemälde zurücklegen. Weil, also ich kann ja nicht vor der Haustür parken. Dann gibt es ja hier so Meldungen, oh, steht ein verdächtiges Auto, wie auch immer die Anwohner das ausgemacht haben wollen. Und deswegen muss ich ein bisschen weiter wegparken hier auf dem Parkplatz, aber da habe ich natürlich einen kleinen Weg mit dem Gemälde abzugehen sozusagen. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir es schaffen. Notfalls werfen wir das Gemälde dann einfach weg. So, okay. Dann würde ich sagen, klettern wir mal hier hinten rüber. Warte, ging das nicht hier? Oder nee, wir können hier, glaube ich, rein. Gucken wir erstmal, ob da irgendjemand ist. Das ist ein Schlafzimmer. Ah, da ist doch jemand. Das scheint doch noch hier ein bisschen. Um 4:18 Uhr sind die schon wach? Liebe Zeit. Die rufen gleich Safety. Ah, das war so klar. Das war so klar. Wieso denn immer gleich die Polizei? Wir können das auch gütlich klären. Da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen vorspulen. Jetzt rennt er wieder. Dann fahren wir nochmal nach Hause. Und dann werde ich ein bisschen weiter in der Nacht machen, wenn die um 4:18 Uhr auch schon wach sind. Das ist, also, was ist das denn? 4:18 Uhr, was haben die denn für einen Job, dass die immer auf sind? Na gut. Probieren wir es nochmal. Vielleicht probiert man es da doch besser am helllichten Tag, ne? Aber da sind mehr Leute auf den Straßen unterwegs. Ich probiere das nochmal so um 23, 24 Uhr. Um 24 Uhr besser. Da habe ich dann hoffentlich genügend Zeit noch. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinbekomme. Ich möchte den Skillpunkt haben. Es wurmt mich. So. Ich meine, vielleicht könnten wir den auch noch in was anderes investieren, den Skillpunkt. Ja, hier. Hier, das können wir noch nicht machen. Ah, nee, wir können, glaube ich, nur in dieses Ding hier investieren, aber das können wir noch nicht freischalten. Das heißt, wir brauchen tatsächlich diesen einen Skillpunkt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter klauen. Bin mal gespannt, ob wir dann später auch Mitarbeiter haben oder sowas. Das wäre doch was, wenn man hier so ein richtiges Klaugewerbe aufmachen könnte. Ja. Mein Urgroßvater hat schon geklaut, mein Vater hat geklaut, also dachte ich mir, klaue ich auch. Besonders stolz bin ich bei diesem Projekt übrigens auf die Werte, die ich hier vermittle. Top. Ihr habt übrigens auch teilweise in die Kommentare geschrieben, oh, das ist auch von Paluten geklaut. Das ist ein bisschen lustig. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist auch ein bisschen lustig, denn also ich habe zwar gesehen, dass der in den letzten Tagen, oh, jetzt sind die schon wieder wach, damit angefangen hat, aber wir müssen in die 112, oder? Jo.
Na gut. Aber er hat, glaube ich, später angefangen als ich mit der Let's Play-Serie. Deswegen ist das natürlich totaler Blödsinn. Aber ich wollte nur mal sagen, ich habe es zur Kenntnis genommen. Schauen Sie ruhig aus dem Fenster. Ich winke einmal kurz. Und jetzt gehen Sie bitte mal schlafen. Ach, ist das nervig, dass die immer auf... Wie schafft man das? 4 Stunden Schlaf, das ist doch viel zu wenig. Habe ich letztens auch mal gemacht. War dumm. Aber auch nicht freiwillig. So. Schlafen wir nochmal. Ein Stündchen. Ach, wir haben 6 Uhr? Okay, das ist natürlich klar. Ich habe noch gar nicht geschlafen, ne? Machen wir noch mal bis zur 0 Uhr. Und dann probieren wir unser Glück noch einmal. Ich bin gespannt. So. Nee, jetzt sitzen die da schon wieder. Ich werde bekloppt bei diesem Haushalt. Wie soll ich bei ihnen einbrechen? Wie? Sagen Sie es mir. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Stündchen warten, dann schlafen wir tatsächlich alle endlich. Ich meine, wir könnten uns natürlich jetzt auch hier dran zu schaffen machen, aber ich warte lieber noch ein bisschen ab. Wir müssen dann halt echt flott sein. Es gibt natürlich auch einen kurzen Zeitpunkt, wo es hier blau ist. Da sind die, glaube ich, in der Garage oder so. Das ginge vielleicht. Ich glaube, das sind einfach Millionäre, die nicht mehr arbeiten müssen und den ganzen Tag wach sind. Einfach, weil sie es können. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es können. Oder die haben einfach panische Angst vor Einbrechern. Ah, so, so, Madame. Langsam werden wir Freunde. Hä? Hä? Madame, wir haben 1 Uhr nachts. Na gut. Ich würde sagen, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Komm, schneller, schneller, schneller. Ja, okay. Das war schon wieder klar. Dann würde ich sagen, machen wir es schnell hier. Jetzt müssen wir uns aber echt beeilen. Das ist schon ein anspruchsvoller Haushalt hier, finde ich. Ja. Mahlzeit. Ich komme nur, um das Gemälde mitzunehmen. Haben sie sonst noch irgendwas für mich? Das geht schon mal nach draußen. Zack, hingeschmissen. So gehört sich das. Komm, noch irgendeine Kleinigkeit, die ich noch mitnehmen kann. Ich traue mich gar nicht, weil gleich ist es schon wieder soweit. Irgendwie Kaffeemaschine, zack, ab dafür. Toaster nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen, was wir kriegen können. Hier noch irgendwas? Die Fernbedienung habe ich, glaube ich, schon mal geklaut, aber wird es nochmal mitgenommen. Ah, hier haben wir doch eine Kleinigkeit. Eine kleine Aufmerksamkeit für den Dieb. So, hier können wir gleich nochmal durchgehen. Hier ist leider nichts Edles, glaube ich. Die graue Vase wird auch noch mitgenommen. Ich glaube, so langsam ist unser Rucksack dann auch schon voll. Ist hier noch irgendwas? Das ist ein Safe auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt langsam reicht es auch. Lieber nehmen wir das Gemälde mit, als hier irgendwas zu riskieren. Das wird uns sicherlich schon genug Geld einbringen. Damit müssen wir jetzt noch irgendwie zum Auto kommen. Das wird ein bisschen lustig. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt so spontan auch nicht, wie ich das anstellen soll. Vielleicht warte ich mal gerade. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, bis sie wieder da sind. So, jetzt könnte ich, glaube ich, raus. Das sieht gut aus. Leute, ich glaube, das wird was. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen nervös hier. Ich glaube, das ist tatsächlich... Wir werden vermutlich noch erwischt. Vermutlich von dem Typen da hinten. Aber dann können wir schnell fahren. Dann müssen wir unsere Möhre treten hier. Aber es wird was. Ich freue mich echt auf ein neues Auto, was mehr Stauraum hat. Es ist ja fast unverschämt, dass wir hier mit so einem Mini-Schrottauto kommen. Da können wir gar nichts mitnehmen.
Da brichst du schon mal ein und dann kannst du nichts mitnehmen. Ich würde gern mehrere TVs und sowas mitnehmen pro Einbruch. Ihr merkt schon, ich bin sehr effizienter Dieb. Also langsam, also könnte ich mir schon vorstellen, auch als Dieb zu arbeiten, so hauptberuflich. Nee, ist natürlich Quatsch, ne? Also, nicht, dass jetzt irgendwie heißt, oh, den zeige ich an. Der macht das jetzt wirklich oder so. Nee, ist natürlich Quatsch. Aber das Spiel ist natürlich lustig. Und wir fahren jetzt nochmal nach Hause. Gucken mal, ob wir das irgendwie verticken können. Oh, vergiss nicht, deine Verwendung. Ah, liebe Leute, heute ist ein Tag zur Freude. wir gehen mal in die Skillpunkte und dann tata, lernen. So, Geschichte öffnet das Trainingssafe zu Hause. Ah ja, wer kennt es nicht, das Trainingssafe zu Hause? Gut, dann öffnen wir das mal kurz. Ah nee, wir brauchen natürlich noch die entsprechenden Tools dafür, aber die können wir uns vermutlich locker leisten. Dann kann ich auch mal schnell noch den Bums hier verkaufen. Black Bay. Haben wir hier noch irgendwas, was sie brauchen können? Elektronik? Nee. Ja? Verpassen erforderliche Artikel. Aha. Nichts dergleichen. Wo, kann man das hier auch, das ist jetzt mal eine Frage an euch, kann man hier irgendwo auch die großen Gegenstände ablegen, sodass man die auch verkaufen kann? Naja, ich wollte ja das Werkzeug kaufen, wir können es ja später auch noch zum Dimitri bringen. Ihr wisst, wen ich meine. Wir nutzen jetzt erstmal hier das Safe-Knacker-Werkzeug. Flup. Können wir uns noch irgendwas kaufen? Nee, das können wir uns leider nicht kaufen, schade. Das Glasmesser-Werkzeug. Dash-Kriminell. So. Halte die von den Pfeilen angezeigte Drehrichtung, bis das Geräusch sich ändert. Drücke dann die richtige Richtung, sobald die Kombination akzeptiert ist. Fange danach an, dich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Ach du liebe Zeit. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Learning by doing. Hä? Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich habe jetzt so langsam rausgefunden, wie das funktioniert. Der alte Trick. Ah, Moment, aber halte die von Fallen ein, bis sich das Geräusch ändert. Kenn ich auch? Nee, okay. Okay, ich glaube, ich verstehe es noch nicht ganz, aber das werde ich mal offscreen auch mal ein bisschen probieren. Ihr werdet es schon verstanden haben. Ich glaube auch, dass ich es verstanden habe, aber ich krieg's im Moment noch nicht so ganz so hin, wie ich das will. Deswegen werde ich es mal zur nächsten Folge. Nicht, dass es wieder in den Kommentaren heißt, Ansgar, du kannst ja gar nichts. Wie gesagt, also zwei Ziffern habe ich jetzt, glaube ich, schon rausgefunden, aber ich glaube, ich muss alle drei in einem Run quasi rausfinden. Das werde ich mir nochmal anschauen und dann werdet ihr vermutlich in der nächsten Folge den Meisterdieb sehen. Bevor wir in die nächste Folge gehen, werde ich allerdings nochmal ganz, 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 ganz flott mich ins Auto setzen und zum Dimitri fahren, um den Rest zu verticken. Mahlzeit! Vielleicht gehen wir auch mal einen Kaffee trinken. Wir kennen uns mittlerweile schon ganz gut, ne? So. Da lacht die Sonne. Da klingelt hier wieder das Kässchen. Gut, ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Eindrücken und einer Menge Cash wieder mal verabschieden wir uns oder verabschiede ich mich und sage, wie es weitergeht. Eine Sache muss ich nochmal schnell rausholen. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gern einen Daumen nach oben da und schaut auch gern in der nächsten Folge rein. Bis dahin, vielen Dank und bis dahin. Tschüss!